Servus Leute und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Frühlingscup. Diesmal mit diesem Team, das mir vom guten Marcel in der Kommentarliste empfohlen wurde. Und sieht auf jeden Fall ziemlich knackig aus, muss ich sagen. Hab schon ein paar Sets gezockt und hat auf jeden Fall Bock gemacht. In dem Sinne bin ich sehr gespannt, was wir diesmal reißen können. Also weit so gut, es gibt ein paar Pokémon, die nervig werden könnten. Da denke ich zum Beispiel an Tentantel, aber ich gebe mein Bestes. So, sehen wir schon das Tentantel, leider. Ich gehe in Serpio Royal und werde wahrscheinlich irgendwas rauslocken. Ja, schon mal nicht so gut. Nichtsdestotrotz, ich werde es ja immer fertig spielen und wir schauen mal, was wir so reißen können. Ja, macht schon mal gut Schaden. Kommt durch der Steigerungshieb, selbstverständlich. So, jetzt bist du dry. Ich krieg noch eine Flora-Statue raus. Solltest du unter Umständen schilden. Und gehen dann vielleicht sogar in Morlord. Denn da werden die der Feuerzahn resistiert. Ja. Müsste höchstens einen Knuddler befürchten. Ja. Leider Leck gehabt. Ich glaube, es ist der Eisenschädel. Sollte noch kein Knuddler sein. Der wird natürlich auch Schaden machen, ja. Ist aber resistiert. Steht jetzt nicht da, aber ist eigentlich resistiert. So, und jetzt kommt natürlich Tentantel rein. Okay, ich gehe auf Steinkante direkt. So, jetzt halt die Sache. Das wirst du wahrscheinlich nicht schilden. Ja. Geh noch auf die Schlammbombe. Ich weiß, ist resistiert, aber wollen den Schaden hier drauf bekommen? Und du hättest wahrscheinlich eh vorher eingesetzt. Ja. Wäre ich mal drin geblieben, dann hätte ich jetzt nicht schilden müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass du direkt einsetzt, leider. War jetzt ein bisschen belastend. Ja, ich glaube, das hat mir jetzt wahrscheinlich das Match gekostet. Bitte keine Spiegelsaver, weil ich gehe mal davon aus, dass du hier auf Blattgeißel gehst. Okay, immerhin. Aber sieht schlecht aus. Ja, da wäre ich mal in Morlock geblieben, aber ich dachte, du farmst noch Energy. Dementsprechend, ja, wir schauen mal. Jürgen kann was wegstecken. Du bist immer in einem abgesenkt, aber ja, Tentantel kann schon austeilen. Vor allem mit der Blattgeißel. Es wird schon leider pfeffern. Ja, abfangen wir ganz gut. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber ja, ist halt die Frage, ob du jetzt direkt einsetzt. Du könntest den Braten jetzt riechen. Also versuchen es einfach mal. Ja. Okay, hast leider nicht direkt eingesetzt. Oh, jetzt aber eingesetzt, okay. Ist das die Spiegelsalve unter Umständen? Die Blattgeißel, okay. Ich glaube, du outspeedest mich hier leider. Oder hast du Leck? Vielleicht. Oh, ja, du wolltest hier. Okay. Da war auf Schlagbohrer. Ich glaube, das sollte reichen. Der sollte unter Umständen reichen. Und ja, sieht's aus. Glück gehabt auf jeden Fall. Sehr glücklich, denn ich denke, wir wären gleichzeitig zur Ladeattacke gekommen und Tentantel gewinnt natürlich die Gleichstände. Sah so aus, als hätte so ein bisschen Leck gehabt, aber würde ich da jetzt auch nicht festlegen. Das ist leider auch nicht geil. Ich gehe in meinen, ja in Anführungsstrichen, guten Konter. Du hast natürlich Eissturm. Okay. Aber wir haben hier immer ein Aeroass, was auch nicht so schlecht ist. Die Frage, hast du Meteorologe oder Eissturm, ist jetzt auch eine wichtige Info. Wir werden sehen. Ja, schon mal der Schild. So, das ist wahrscheinlich der Eissturm. Den werde ich durchlassen, denn das Matchup kann ich mir ohnehin nicht holen, ja. Das kannst du leider farmen, was nicht so geil ist. Aber wir kriegen noch einen Aeroass raus, der nicht viel machen wird. Aber uns schon mal gut weiterbringen wird. Oder ja, teilweise gut. Okay. So, jetzt könntest du leider mit Eissturm baiten. Ja, ich glaube, ich schild einfach. Ja, ich schilde, schild. Denn das Ding wollen wir auf jeden Fall weg haben vom Fenster. Könnte jetzt der Bait kommen. Okay, immerhin kein Bait. 4, 5 in schlechtem Timing. Aber ja, sonst wärst du zum nächsten Energieball gekommen. So, jetzt ist die Frage, reicht das? Ich denke nicht, aber ich habe es trotzdem eingesetzt. Okay, immerhin. Jetzt ab in Morlord. Was ist ganz hinten?
gehen schon mal auf die Schlammbombe. Das wird leider nicht viel machen, aber haben jetzt keine andere Wahl direkt. Ja. Mal die Frage, köderst du mit Eisstuhl oder direkt Siedewasser? Ja, ich könnte mir schon so ein... Na, ich schütt mal rein. Okay, Wuchtschlag. Sehr interessant. Das ist hochinteressant. Ich gehe auf die Schlammbombe. Wuchtschlag, okay, ja, ich meine, klar, Siedewasser ist eigentlich empfohlen, aber der hätte auch gescheppert. Ja, könnte ich einsetzen. Ja, ich denke, Wuchtschlag, wenn das jetzt der nächste ist, der würde uns aus dem Verkehr ziehen, leider. Ja, Frage, was ist hinten? Okay, ja, leider nichts hier. Mal gucken, ob du den Bait riechst, aber ich gehe stark davon aus, denn ein Schlagbauer wird bei weitem nicht finishen. Ja, nee, aber starkes Team wirklich. Ja, schade, schade, das Modus hätten wir oder Seppi Royal noch hinten gut gebrauchen können. Ja, deswegen Quappo war jetzt leider eklig. Ich meine, drin bleiben, ja, die Konter, die summieren sich auf und ihr habt es gesehen, Wuchtschlag hätte auch gut gepfeffert. Das, ja, ist jetzt auch nicht optimal. Ich gehe einfach in Morlord. Was kommt rein? Ja. Wir haben die Steinkante immerhin. 6. Gehen auch direkt auf die Steinkanne, machen keine Faxen. Wechsel wäre hier wahrscheinlich Gold wert. Dementsprechend schauen wir mal, was du jetzt machst. Okay, immerhin. Ja. Lass sie durch. Und mal gucken, ob wir zur nächsten Steinkante kommen, bevor du die Attacke hast. Also auf Steinkante gehen, ich weiß gerade nicht. Ja, ich denke schon. Ich baite nicht rein. Könnte jetzt ein ekliger Bait sein, aber ich werde mir entweder Schild oder den Wechsel holen. Okay, das war gut, dass wir da nicht gebaitet haben. Ja, wir kriegen noch eine Steinkante raus. Wir werden wieder nicht baiten. Aber jetzt halt die Sache, du hast Energieball gegen Yugong. Aber ich meine, selber Royal gegen Landhorn braucht eigentlich keine Schilde. Ja. Ich bleib drin. Gehst du auf die Schlammbombe. Du hast leider viel, viel Energie. Oh, hab gerade vergessen, die Bubbles aufzuladen. Egal, hat eh nicht viel Schaden gemacht. Das ist halt die Sache. Das Ding müssen wir wegbekommen. Jetzt muss ich den Energieball riechen oder halt den Köder. Ja, ist halt die große Frage jetzt. Nee, stimmt nicht. Ich hoffe, der Bait. Okay, der hat viel Schaden gemacht. Okay, jetzt, aber jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja. Donnerblitz, ich weiß, brauche ich aber nicht schilden. Brauche ich erstmal nicht schilden? Ich muss mit Energie aus der Geschichte hier rauskommen. Ja. Das ist das Wichtigste jetzt. Das muss ich, ja, Surfer. Ich werde wieder nicht schilden. Das muss ich irgendwie underchargen. Und mit gut Energie aus der ja, Geschichte rauskommen. So. Ja, ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Ich mach so, denke ich. Oh, das war ja richtig schlecht undercharged. Das war richtig bad geundercharged. Aber wir kriegen immer ein Summer Air Force raus. Werde jetzt chillen. Krypto spielen wir meistens mit Meteorologe, deswegen sollte das hoffentlich kein Eissturm sein. Okay, leider schlecht. Ich werde hier auf Air Force gehen und, boah ja, der Undercharge war leider, leider miserabel. Da hätte man viel mehr Energie rausholen können, aber ja, so ist es halt. Ich gehe rüber. Kriegen wir doch einen Eissturm raus. Okay. Ja, und ich denke, das sollten wir haben, denn selbst wenn du drüben CMP gewinnst, wir haben den Aeroas. Einzige Sache, die Bubbles müssen eingeblendet werden, aber ja, sieht gut aus. Werde ich nicht schilden. Wahrscheinlich der Eissturm. Ich glaube, der sollte nicht finishen, denn das ist doppelt resistiert. Ja, sieht's aus und ja, GG. Das ist eine Flora-Schale, die scheppert schon gegen Landtouren, selbst mit einem Undercharge. Da muss ich auf jeden Fall noch üben. Aber da hätte man sich, ja, wie schon erwähnt, viel mehr Energie holen können, damit das noch komfortabler gewesen wäre. Nichtsdestotrotz, geiler Lead. Was holst du rein, ist die große Frage. Ja, ich gehe in Warlord. Ist jetzt nicht so heftig gut, aber ja. Könnte noch ein bisschen Schaden machen. Ja. Wahrscheinlich kommt jetzt der Schild, selbstverständlich. Denn so eine Steinkante würde schon scheppern und natürlich könnte ich auch Nassschweif haben, aber man weiß es nie. Okay,
Und jetzt ist halt die Frage, soll ich baiten oder... Ich glaube, ich werde einmal baiten jetzt. Im Gleichstand wahrscheinlich. Den wir gewinnen sollten. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ah, du hast nicht eingesetzt. Schade. Das ist belastend. Okay, ja, aber ich denke dennoch... Obwohl, soll ich schilden? Nee, ich schild nicht. Ich schild nicht. War jetzt auch nicht so gut gespielt, muss ich zugeben. Aber wir kriegen hier... Ja gut, ich glaube, Wechsel haben wir jetzt nicht, weil du schildest jetzt. Aber wir können uns mit Energie aufladen bei Yugong. Ich hatte einfach auf Steinkraft... Okay, du schildest nicht. Ja, dann ist gut, denn du kriegst jetzt kaum Energie. Und jetzt ab in das eigene Yugong wieder. Okay. Ja. 5, 6, 7, 8. Ich gehe schon mal auf Aeroass. Ich weiß, Wochstadt macht viel mehr, aber bevor der Eissturm reinkommt, war es nicht schon bei 8? Das war wichtig. Ich werde einmal schilden. Ich weiß, Eissturm, aber wir müssen das Ding, ich sage nicht unbedingt ausschalten, aber zumindest mal aus dem einigermaßen down bekommen. Dementsprechend direkt auf Aeroass. Okay, ja, ich weiß. Ich glaube, wenn du jetzt einsetzt, werde ich nicht schilden, denn ja, wir kriegen dann die Konter ab, aber ja, das sollten wir schon irgendwie handeln können. Wir brauchen, glaube ich, ein Schild gegen die Laubklinge. Ja, perfekt, perfekt. Ich werde nicht schilden. Energiefarb. Ich weiß, Konter tut weh, aber du solltest... Ja, ich meine, Wuchtschlag solltest du jetzt nicht haben, deswegen soll jetzt höchstens der Eissturm reintrudeln. Aber ich denke, trotz Abschwächung, ja, sollten wir das Tropius gut... Ja, perfekt. Auf jeden Fall knackiges Match und ich denke, Gegner hätte auch den Wechsel holen können mit dem Schild und so weiter. No front, aber ich meine, ja. Yugong macht Bock. Das ganze Team macht eigentlich Bock. So, Mirror Match, okay. Bleiben wir erstmal drin. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd. Aber was soll ich machen? Kann es nicht raus direkt. Direkt auf Schlagbohrer. Wir verlieren CMP. Das behalten wir im Hinterkopf. Könnte wichtig werden. So, gehst direkt auf Schlagbohrer. Ja, das wirst du natürlich holen dann. Denn am Ende gewinnst du, wie schon erwähnt, den Gleichstand. Da bin ich leider weg vom Fenster. Wir können schon mal hier einen Vorbeit leisten. Und wir werden einfach mal sehen. Könnt vielleicht was abfangen. Ich werde nicht einsetzen. So, und jetzt könnte ich vielleicht sogar einen Morlord gehen. Denn ich komme vor dir. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ich gehe einfach mal einen Morlord. Wenn du drin bleibst, komme ich vor dir zur Steinkante. Ja. Uncool. 5, 6, ja, immerhin schon mal hier den Damage rausbekommen. So, jetzt bist du bei den Samenbomben. 8, 9, ich setze ein. Ja, ich weiß, frustriert wirst du überleben, aber du musst dann doch schon zeitnah einsetzen. Ja. So, und jetzt werde ich nicht schilden. Und werde, denke ich, mir einen guten Farmdown mit Seppel Royal holen. Du gehst blind auf Samenbomben. Ja, perfekt. Das ist das beste Szenario, denke ich. Hättest du auch auf Spukball aufbauen können. Das wird jetzt ein bisschen Farm. Die Frage, was kommt rein? Wir werden sehen. Okay. Ich werde nicht baiten. Und jetzt direkt in Yugong und Schlagbohrer. Ich habe keinen Bock auf den Eissturm. Ja, ich gehe rüber direkt. Mit dem Combo-Play. Wird es natürlich jetzt hier nicht finishen, aber was ist hinten, ist die große Frage. Ja. Ich gehe auf Schlagbohrer. Ja, Problem jetzt, ich muss jetzt langsam schilden bei Sepp Royal. Die, ja, resistierten Attacken. Okay. Ich glaube, wir haben keine Energie, soweit ich weiß. Ja. Ihr wisst was, ich schilde die erste nicht. Wahrscheinlich eher das Surfer. Ich brauche nur ein Schild gegen Eissturm drüben. Okay, ja gut, das war leider intelligent. Vielleicht muss ich runterfarmen einfach. Nee, wird auch nicht klappen. Hier auf Aeroass. Wird es wahrscheinlich durchlassen. Nee, ich glaube, ein Eissturm und wir sind leider weg vom Fenster.
Dementsprechend, ja, nicht optimal gespielt. Ja, ja. Leider, ja gut, Gegner hat schon den Braten gerochen. Ich gehe einfach hier auf, ja, wirst du eh schilden. Ja, schade, schade. Also wenn ich den Donnerblitz jetzt geschildert hätte, wäre das noch was geworden. Denn ich denke, du wärst dann höchstens noch zum Surfer gekommen. Entsprechend wäre hier noch mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz, danke nochmal für den Teamvorschlag. Hat Bock gemacht. Und dann morgen, genau, gibt es noch einen Teamvorschlag. Ich glaube, da waren wir im Polion noch. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann performt. Und ansonsten, ja, Frühlingscup, doch nicht so schlecht, wie ich anfangs dachte. Macht auch Bock, wenn man hier entsprechend die Pokémon am Start hat. In dem Sinne, ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und Spaß bei euren Kämpfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.